Ja. Was ist los? Ich bin gerade bei mir, meinen Tippy-Stream einzurichten. Ja. Was ist los? Ich bin gerade bei mir, meinen Tippy-Stream einzurichten. Ja. Was ist los? Scheint ja so zu sein, dass das immer noch nicht läuft hier, ne? Ich habe noch gar nicht geguckt. Wie gesagt, ich richte gerade meinen Tippy-Stream ein, weil es anscheinend wenig Leute gibt, die über PayPal spenden. Und über Tippy-Stream hast du, glaube ich, 4 oder 5 Möglichkeiten. Da hast du 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten zu spenden und das richte ich gerade ein. Ja, ist das schwierig? Ich hab's jetzt mal so weit, aber ich glaube nicht. Nations Settings. Also ich habe das jetzt mal mit Twitch kombiniert. Account verifiziert. Das. Ja, wenn der Server nicht läuft, dann gehen wir mal auf 11.3, da wo wir vorhin auch schon waren. Infinity 3, so, dann bauen wir einfach unsere, bei den Bienen, Quatsch, an den Bienen nach dem Schmetterlinghaus weiter. Dann was macht das ja keinen Sinn. Ist halt so. Irgendwie hat sich jetzt hier auch die Donation-Zahl von 10 auf 15 erhöht. Ich weiß gar nicht, ob das automatisch erfolgt ist und vor allem durch was, aber keine Ahnung. Wie auch immer, vielen Dank für jede Spende. Das Zeug wird auf jeden Fall sinnvoll eingesetzt, garantiert. Okay. Achso, jetzt waren wir mit der Frage hier stehen geblieben, wie wir da reinkommen, ne? Das wollten wir jetzt mit so einem Portal gemacht haben. Warte mal. Das machen wir jetzt mal einfach hier. Muss mal irgendwas holen. Jetzt haben wir natürlich hier in der Mitte so eine Stelle, wo Mobs spawnen könnten. Das werden wir natürlich verhindern. Da bauen wir jetzt mal einfach so ein Plotz und Glasding hin.
Okay, das heißt, jetzt haben wir hier einen Innenraum und nicht mehrere. Ich mache mal hier den Teamspeak aus, sonst nerv ich ja wahrscheinlich eventuell. Heißt, wenn wir jetzt hier rein wollen würden, müssten wir in irgendeiner Weise, das müssen wir auch designmäßig machen, ehrlich, ne? Müssen wir so ein bisschen designen. Was sieht das scheiße aus? Wenn wir hier rein wollen, müssen wir also jetzt so ein Portal bauen. So ein Drakonik-Portal. Das machen wir jetzt mal gar nicht ganz kurz. Und zwar müssen wir dazu aber erstmal zu mir nach Hause gehen, also in die Base gehen. Seid ihr sicher, dass ihr mich hören könnt oder sowas? Könnte man den Stream-Chat schreiben, so dass ich das weiß. So dass ich das weiß. Ah ja, nee, das müsste eigentlich funktionieren. Ah ja, genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Also, wie war das jetzt hier? Home Base. Ich müsste erst mal gucken. Da müssten wir das jetzt aber zusammenbasteln. Ich glaube, wir machen aber auch hier auch erstmal die Smelter zu Ende. Das heißt, nee, das lassen wir mal weiterlaufen. Denn das brauchen wir ja auf jeden Fall noch, um das äußere Glashaus zu bauen. So, das heißt, jetzt gehen wir hier erstmal basteln. Und zwar müssen wir basteln. Ich hoffe, ich habe genug Material dafür. Und zwar, wie geht denn das jetzt? Das Drakonik und so weiter. Der Dislocator. Drakonik Core. Kann man das jetzt hier nicht? Hier kann man das jetzt gar nicht mit dem Fragezeichen machen. Guck mal. Wie geht das jetzt nicht? Kannst im OBS der Mikrofonanschlag sehen. Ja, das kann ich sehen, aber das heißt ja nicht, dass tatsächlich im Ernst das von euch gehört werden kann. Also so vertraue ich Technik einfach nicht. Drakonik Core. Machen wir mal einfach einen. Haben wir schon einen Code. So, dann müssen wir hier haben. Dislocator Pedestal. Dislocator Pedestal. Machen wir auch mal einen. Hätte ich gerne. Na, ausgeschlafen? Naja. Wenn du meinst. Nicht wirklich, nicht wirklich. So. Das brauchen wir noch. Draconium und Eisen. Ach Quatsch, warum mache ich mir eigentlich die Arbeit hier? Das haben wir doch fertig als Rezept, ehrlich. Dann machen wir einfach einen. Und gut. Ehrlich. So.
Davon brauchen wir natürlich jetzt ein paar. Und dann brauchen wir hier die Dislocation. Das ist unbound. Unbound. Schauen wir mal, ob das passiert und das geht. Ja, nee, ich habe nicht wirklich geschlafen, oder nur so, also mal weggenickt und auch keine Fall eine halbe Stunde oder sowas. Ich bin mal gespannt, was der Körper dazu meint, wie lange das gut geht. Aber ich sollte vielleicht gleich mal einen Kaffee trinken, nur so aus Vorsicht. Jo, dann gehen wir wieder rüber. Ey, hallo, darf ich mal? Genau, als wenn wir das hier unten in den Boden einlassen, das Ding. Ne, hier. Und zwar einmal, na komm her, das Ding, das und das. Jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen covern. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen was drauf tun, dass das schön aussieht. Aber vom Prinzip her müssten wir da jetzt, jetzt müssen wir erstmal rein in das Ding. Dann machen wir hier mal in der Ecke mit Blick auf schön und so. Bound to sowieso. Passt doch. Genau. Dass ich da jetzt draufsteige, hübsch stehe ich hier. Was der Sinn der Sache ist. So, das müssen wir zumachen. Und überlegen wir uns mal für das Design hier. Genau. So, die Anzeige geht wieder, ja, also sie ist jetzt mal einmal aktualisiert, aber ob das jetzt immer so ist, das weiß ich, ist das eine Singleplayer-Welt? Nö, das ist ein ganz normaler Server, wie hier auf dem Serverlandschaft eben auch ist, so meine Map halt, kann man mich auch besuchen, aber man kann hier halt nicht mitspielen, weil das eben für mich geblockt ist. So, nein, das ist keine Singleplayer-Welt. Nee, 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 nee. Ganz normale MyFTP-Dingsbums-Welt. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir uns denn jetzt hier antun. So. Die holen wir uns jetzt mal. Und jetzt gucken wir, ob es davon Covers gibt. Jo, gibt es. Dann machen wir das Ganze mal in kleiner. Oder so dünn wie geht, sagen wir so. Ich glaube, das ist schon so dünn wie geht jetzt. Dünner geht nicht. Nee, mehr geht nicht. Ist ja auch okay. Brauchen wir ein paar mehr von. 4. Ja, ich vergesse immer die Säge aus der Hand zu tun. Warte mal. Nun müssen wir die Säge doch mal in die Hand nehmen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht mal
Noch ein bisschen klein sägen. Ja, siehst du, ich schmeiße es eben, vergesse es immer. So, heißt, jetzt kommen wir drauf und plupp, sind wir hier. Und wie kommen wir wieder zurück? Ja, scheiße, ne? Mist. Dann müssen wir wieder zurückbauen, ne? Müssen wir wieder eins zurückbauen. Das müssen wir dann natürlich machen. So heißt das Zurückportal. Wird dann hier hingebaut. Da kommt er hin. Heißt, wir müssen jetzt hier wieder ein bisschen covern. So auf die Art, das geht doch locker. Müssen wir nur noch dahin bauen. Heißt, wir müssen wieder zurück zu unserem Base-Ding. Da müssen wir sonst ein Teil holen. Oh, das heißt zwei solche. So, was haben wir jetzt? Irgendwas hat hier gepiept. Die dünnen sehen gut aus. Ja. So, das war keine Ahnung. Irgendeiner hat hier gepiept. Warum auch immer. Weil ich das nicht weiß, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich update mal einfach hier. Ah. Bassett, Hanator, sowieso. Is following me. Das finde ich total cool. Vielen Dank dafür. Bis dann irgendwie jetzt letzter, der erste, aber wir hatten ja vorher auch eine Pause. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo denn mein ME-System ist. Ich muss ein bisschen orientierungslos nach den vielen Stunden, die man jetzt nun on ist. So. Wir brauchen jetzt erstmal, wie heißt das Teil? Dislocator. Einmal brauchen wir einen von denen. Ja, der damit anbaut. Und wir brauchen einen von denen für das Ding halt. So. Heißt, jetzt gehen wir zu, das brauchen wir nicht mehr. Was will das jetzt nicht? Ey. So, wie dem auch sei. Aha, sind sie weg. Also ich verstehe manchmal das ME. Das Infinity nicht so ganz, aber dann ist es halt ein bisschen. Scheint also da ein bisschen länger zu sein. Es ist sowieso ein bisschen länger hier. Ich nehme mal das Licht unten an das Smeltree. Weil wenn ich jetzt hier spiele, ist das ganz anders. Das Licht an das Smeltree, ziemlich sicher. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier draußen. Müssen wir uns überlegen, wo wir dann landen, wenn wir dann zurückspringen. Ja, dann werden wir mal irgendwie, sagen wir mal, hier starten. Heißt, wir machen jetzt erstmal hier diese Disk Location Ding hier hin. So, mal so habe ich so stehen hier. Okay. Flop. Dann springen wir da rein. Jetzt müssen wir erstmal den hier einbauen. Schwupp. Da kommt das Teil rein. Und jetzt können wir zurückspringen. Schwupp, stehen wir hier. Was ich noch ausprobieren wollte, und das werde ich jetzt mal sehen, das kann ich hier durch das Glas sehr schön sehen, das brauchen wir gar nicht groß zu machen. Einfach so ein Ding da rein. Ah ne, ich habe einen Magneten. Oh, warte mal. Magnet aus. Ob man durch dieses Portal was durchwerfen kann. Klar, guck mal, da in der Ecke liegt das. Okay, jetzt warte mal.
Machen wir das Ganze nochmal. Was haben wir? 16? So, wieder 16. Okay, also das ist schon verrückt. Jut. Ich hatte erst die Idee, man könnte da was dupen, aber ich glaube, das war wohl nicht, habe ich wohl mich vertan. Also, liebe Leute, habt ihr ganz kurz gesehen, das werden wir jetzt also ganz kurz hier nochmal vorführen, also rein. Wir kommen also hier durch die Tür, ne, und dann lautschen wir, wenn wir es wollen, hier rein. So, und dann geht es eben rein, ist man hier drin, kann sich hier arbeitsmäßig umschauen und wenn man wieder zurück will, geht man halt da und steht dann wieder hier vorne. So, aber bevor ich jetzt weiter quassel und mir das auf den Hals geht, werde ich mir erstmal noch einen Tee machen oder sowas und dann sehen wir mal weiter. Ja? 2 Minuten. So, da bin ich jetzt wieder. Der Tee muss jetzt noch ein bisschen ziehen und dann schauen wir weiter. Darf ich dir eine TPA senden? Ja, wenn du auf Inf 3 bist, kannst du das machen, ja. Wo ist Pyra? Hier bin ich. Sitzt bei mir im Büro. Ne? Musst du aber auf Inf 3 sein, sonst geht das nicht. Ja. Okay, hier oben hat man es jetzt zu. Das heißt, jetzt müssen wir schon. Wir können jetzt ja schon mal anfangen mit den. Ah, da kommt er. Komm her. TP Accept. Müssen wir gucken, dass der nicht hier stirbt, ey. Ich weiß ja nicht, ob der fliegen kann, ob der was Wasser hat. Ich glaube, ich muss das. Warte mal, ich muss das mal. Unlock machen. So. Bist du hier? Ah, da ist er. Guck mal hier. Hey, jetzt bist du beim Stream und zwar live. Wolf Gammels. Ja, super. Aber erstmal was essen, ne? Ist klar. Kannst du fliegen? Hast du was zu fliegen? Ich besorgte mal so ein Dingens, was hast du, was?
Was wird das jetzt? Warte mal, ich glaube, du hast mir irgendwie Mist hier in mein Inventar geschmissen. Ich besorge dir mal so einen Angel Ring. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen habe, aber wenn ich einen habe, dann besorge ich dir den jetzt. Kannst aber da bleiben, ich komme sofort wieder. Wenn, dann ist der hier. Nee, ich habe keinen mehr. Pass mal auf. Nee, schade. Ich dachte, ich hätte einen. Macht nichts. Bin sofort wieder bei dir. Dann gucken wir mal weiter. Oder jetzt? Er läuft da rum da. Okay, ja. Genau. Das funktioniert, ne? Ich habe keinen Angel Ring für dich, das tut mir leid. Ja, genau. Kannst du einen Dreieckskurs machen. ja, Leute, habe ich denn nicht irgendwie doch so einen Angel Ring für dich? Nee, habe ich nicht. Nee. Ist nicht. Passt schon. Ja, gut. Du kannst ja vorwärts, du kannst ja auch hinter mir her. Ich tippe dich immer, wenn du irgendwo meinst, dass du hinkommen willst. Kannst ja hier rumlaufen. Weißt du, kannst du die Tür öffnen hier? Dass du hier rauskommen kannst? Also hier diese hier. Kannst du das öffnen? Geht das? Guck mal. Diese hier. Und hier rechts, da die. Guck mal. Kannst du die aufmachen? Geht das? Nee, ne? Nee, schon klar. Ich kann dich aber hintippen, wo, dass du ein bisschen was sehen kannst. Wenn du mich hier schon besuchst, pass mal auf, Moment mal. So dass du ein bisschen rumlaufen kannst und gucken kannst und überhaupt. Machen wir mal einen kleinen Ausflug. Also hier. Mach nochmal TP Accept. TPA. Mach nochmal TPA. So, das Ganze hier um. Das ist also jetzt hier quasi. So ein Vorraum von meiner Villa, wo ich schon mal so Tutorials hier mache. Hier ist auch noch so ein Portal, kannst du auch noch mal hin und her springen. Und das andere Portal, was hier drin ist, das ist, ja, hier geht's zu meiner Arbeitsbase. Das hier ist eine Sortiermaschine, damit kannst du Festplatten defragmentieren. Mit dem, was du hier siehst. Irgendwie piepst einer. Achso, ist ja einer. Kapitän Bambus ist following. Wie auch immer, super Geschichte. Ja, pass auf, da kannst du, wenn du Lust hast, kannst du hier durch dieses. Ja, da kannst du rein. Geh rein, geh rein, geh rein. Ja, mach mal. So, bist du da. Ganz einfach. Gehst da, bist du da. Dumm und einfach, ne? Jetzt kannst du das Ganze mal richtig machen. Guck mal her, hier gibt es auch noch ein Portal. Guck mal her, guck mal her. Hier, da. Hier musst du reingehen. Tschupp, bin ich weg. Genau. Jetzt bist du auf meiner Base. Auf der Arbeitsplattform sozusagen. Ne? Ist er weg? Jetzt ist er weg. Ja. Schade. Und schon wieder abgestürzt. Ja. Ja, schade. Mein Versuch wird zwar ganz interessant auch, ne? Ich mache mal einen Cut hier. Ich bin sofort wieder da, weil ich will einfach nur einen Cut machen, weil es einfach eine schöne Szene war. Und da möchte ich jetzt bei YouTube eben dafür sorgen, dass man das eben auch finden kann.